Warum muss ich anfangen? Weil du als schwarze Holzbiene die größte Wildbiene bist. Na gut. Sehr geehrte Menschen, ich spreche für die Wildbienen der Welt. Ab morgen werden wir keine Blüten mehr bestäuben. Wir produzieren für euch Äpfel, Mohrrüben, Samen und noch vieles mehr. Ihr Menschen schlagt nach uns, reißt Unkrautblüten heraus und vernichtet unseren Lebensraum. Oh, da meldet sich gerade der Bienenreporter aus Eisenach. Er hat wichtige Neuigkeiten. Guten Tag hier aus Eisenach. Eben flog ich über den Markt und sah am Gemüsestand dieses Plakat. Aktionstag! Wirf die Biene nicht weg! Artenvielfalt! Am 22.03. 14 bis 18 Uhr. Ich fliege jetzt zum Martin-Luther-Gymnasium zum Aktionstag. Vielleicht können die Schülerinnen und Schüler der AG der Natur auf der Spur die Menschen noch zum Umdenken anregen. Los geht's! Lasst uns die Welt retten! Macht alle mit! Wir zeigen euch, was zu tun ist! Gerne könnt ihr euch einen Wettbewerb suchen, dann macht alles mehr Spaß. Wir haben bei Echt Cool teilgenommen. Hier sieht man die Namen der einzelnen Stationen. Die Farben im Hintergrund geben den einzelnen Stationsbereich an. Macht die Gäste nachdenklich. Wer fällt die Artenvielfalt? Bist du es? Würden Sie so schrumpelige Äpfel kaufen? Wir zeigen Ihnen, warum es wichtig wäre. Ein Imkertisch ist immer schnell aufgebaut. Bei den anderen Tischen? Werdet ihr euch über unsere Materialien freuen. Auf unserer Homepage findet ihr alle Materialien, die ihr braucht. Hier ist unsere Homepage. Wir sind auf sie sehr stolz. Macht die Besucher nachdenklich. Macht die ganze Menschheit nachdenklich. Denkt dran, benutze keine Wegwerfbecher. Nimm mich als Vorbild. Kräutertee schmeckt immer. Und was hat das jetzt mit Bienen zu tun? Die Kräuterpollen ernähren die Bienen. Menschen müssen Bienen schützen, damit Menschen die Blüten in einigen Jahren nicht mit der Hand bestäuben müssen. Bienen sterben, Welt im Sterben. Ein Insektenhotel anlegen. Einen Blumengarten anlegen mit Wildblumen. Unsere Erfahrung? Der Bienenpflanzentisch ist für viele Erwachsene wichtig. In unseren Gärten wachsen viele Pflanzen, die für Bienen sinnlos sind. In gefüllte Blüten kommen Bienen nicht rein. Einfache Blüten sind für Bienen wichtig. Ich habe gelernt, dass nicht nur die Honigbienen, sondern auch die Wildbienen für uns Menschen wichtig sind. Ich habe gelernt, dass es viel mehr bedrohte Wildbienenarten gibt, als ich dachte. Ich habe gelernt, dass so viele Pflanzen auf unserer Erde ohne Bienen gar nicht existieren würden. Für Menschen, die schlecht sehen oder lesen können, haben wir Anleitungen in leichter Sprache. Nutzt die Talente eurer Schüler. Manche zeichnen richtig gut. Liebe Bienen, gebt ihr uns noch etwas Zeit?